Was willst du von mir hören schon? Hm? Wo sind die anderen? Hm? Keine Ahnung. Weiß nicht, wie es gerade. Gestern Abend noch. Ey, wir drehen morgen einen Tag im Shop. Komm bitte ein bisschen alle früher. 9.42 Uhr, Alter. Keiner hier von den Wichsern. Tommy krank und sauer. Das ist die beste Kombination heute. Der hat so ein Anger in sich. Ja, ja, Tommy. Deswegen hört auch Metallica immer. Psychopath, ey. Ach nee, Alter. Der Tiger, ey. Was ein Typ. Oh nee, ey. Tiger macht einfach alles kaputt. Er hat den Song wenigstens schon wieder gut gemacht. Junge! Woher wusste ich, dass er genau hinter mir steht, der Wichser, Alter? Ich hab die Stimme eines Engels, gell? Stimme. Auf jeden Fall. Kannst du rappen? Nee, übertreiben wir es nicht. Dafür ist Adrian da. Adrian! Ich hab mein Mic auf Frage gegangen, ich weiß es nie wieder. Ja, ja. Ja, ja. Tag. Hallo, schönen guten Tag dir. Ja, Ladies auch, Alter. Ihr seht ja auch unsere YouTube-Videos. Ist ja okay, jetzt beruhigt euch. Wie geht's euch? Amigo, Sitz! Und Fötchen. You're fine! Also hier fehlt ein Knopf. Hier fehlt ein Knopf. Gypsy, hallo? Nein, ich probier nicht so. Das ist Style. Style, ja, Style, Swag. Na, hast du den Kommentar bei YouTube gesehen? Von dem Bramler. Von so einem Lauch. Walla, immer nur Show. Als Small and Deutsch, Junge. Alter. Fuck mich nicht ab. Ja, er hat aber vergessen, was wir da vorgemacht haben die ganze Zeit. Wie wir es geschafft haben, Show zu machen, du Pfeife, Alter. Wir wissen nicht, wie es ist, einen Laden aufzuziehen. Oder einen Laden aufzumachen. Ich kenne die alle nicht. Die arbeiten für irgendjemanden, haben ein großes Maul. Ich hab schon mal gesagt, Alter. Es reicht nicht, nur Haare zu schneiden, du Wichser, Alter. Wenn du das Mensch scheiße bist, kommt keiner zu dir. Fakten, Fakten, Fakten. Was willst du jetzt wissen? Es ist leicht, einen Laden aufzumachen, klar. Aber den Laden auch zu halten, das ist das Schwere. Ja, Pulver schön. So 4 Tage lang Zahnschmerzen. 4 fucking Tage Zahnschmerzen, ey. Ich hab alles reingehauen. Jeden polnischen Wodka, den es gab. Jedes polnische, selbstgebrannte Zeug. Nix hat geholfen, ey. Polen war krass. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Wir waren gar nicht in Polen, wir waren in Kroatien, Junge. Ja, in Kroatien. Leute, wie ihr sehen konntet, Polen, letztes Video, das Ende. Ich war total nüchtern gewesen, wie immer. 7.12., 5-Jahresfeier, Leute. Toilette Barbershop lädt ein. Frauen dürfen rein, was ganz Besonderes wieder für uns. Es gibt eine Liveband. Blues, Jazz, U4X aus Bensheim. Ja, Blues und Jazz, hast du gesagt? Blues und Rock'n'Roll. Mach ich doch, Blues und Rock'n'Roll. Und bestimmt noch ein paar Jazz-Elemente. Wir bitten darum, in Abendgarderobe zu erscheinen. Das heißt einfach so, komm wie ich. Am besten mit jedem Knopf dran, dann passt es auch besser. Und ja. Das ist eigentlich, mehr müsst ihr gar nicht machen. Vorbeikommen, Spaß haben, trinken, scheiße Glaube anhören von uns. Und das war's. Was gibt's zu trinken? Ich glaube die klassischen Drinks. Nee, nicht auf der Halloween Party. Ja, Gimlet, Negroni und so. Old Fashioned. So die klassischen Cocktails, die man kennt. Die aus dem Video? Ja, einen Tag an der Bar, genau. Könnt ihr euch nochmal reinziehen und da wird, wird gezeigt, was wir für Drinks so präsentieren. Ich lade keinen ein. Wie sagt ihr die Bitches? Dann sagt dafür, dass wir ein richtiger Swingerclub werden. Jeder leckt mit jedem rum. Beste Halloween Party, gell? Ich leck mit Snatchaya rum. Kollege auch. Die ruft den an nächsten Morgen und sagt so, hey, bitte sag dem Nico nicht, dass wir rumgeleckt haben, weil ich wollte mit ein bisschen mehr machen und so. Ja, ja, mach ich nicht. Ey, Bruder, ja. Ey, ich hab auch mit der rumgeleckt. Ich soll dir aber nicht sagen und so. Okay, weißt Bescheid. Männer sind so geil, Alter.
Die Schere, die ich dir gerade zum Testen gegeben habe, das ist wirklich eine gute Alex. Kann ich dir sehr empfehlen. Die ist sehr selten auf dem Markt. Eine 7,5 Schere aus Japan. Meistens sind die ja 6, ja. 7. Aber 7,5 gibt es selten. Und die ist aus VG10 Material. Das heißt, allerbestes Material. Es gibt noch Damaskus, aber ja. Die da ist extrem scharf. Und die hält auch die Schärfe lange. Ist auch sehr handlich. Allerdings nur für gute Papiere zu empfehlen, weil mit einer 7,5 Schere kann nicht jeder arbeiten. Easy? Das ist gut, ja. Fühlt sich gut an, klar. Muss testen. Ich bin mit meinen Scheren übertrieben zufrieden. Das ist die Sache. Der hat schon zu viele von dir. Ich habe zu viele von dir, Petra. Deine Arbeit ist einfach zu gut von den Schliffen, deswegen brauche ich keinen neuen, aber ich teste es trotzdem jetzt. Also falls ihr den besten Scherenschleifer fragen wollt, geht zu Petro. Ja. Petro, ah. Aber Jan. Aber Jan. Googelt ihn. Da findet mich keiner. Ganz kurz. Tommy zittert, hat sehr schlechte Laune. Du weißt, wie das geht? Ja. Nee, hat er ja schon. Du weißt, wie das läuft? Keine Ahnung. Kannst du mir so ein Wodka-Gimlet machen? Nein. Warum nicht? Er hat keine Lust. Er hat bei Sushimoto Essen. Kennst du den? Nee. Ist ein Japaner hier in der Passage und die kochen am Tisch, machen die den Grill. Auf jeden Fall war ich da essen gewesen und ich muss leider zugeben oder gestehen, ich glaube japanisch, weil sie war jetzt das zweite Mal japanisch essen. Ganz kurz, Tommy zittert, hat sehr schlechte Laune. Du weißt, wie das geht? Ja, nee, hat er ja schon. Du weißt, wie das läuft? Keine Ahnung. Kannst du mir so ein Wodka-Gimlet machen? Nein. Warum nicht? Er hat keine Lust. Auf jeden Fall war jetzt das zweite Mal japanisch essen und ich sträube mich ja immer gegen diese nicht-europäischen, essensbaren Dinge. Und das Essen ist genau mein Essen. Ich fühle mich so gut danach. Ich kann jetzt saufen, mache ich jetzt. Was hast du denn gegessen? Ein Steak, aber japanische Art. Ein Steak mit einer Schüssel Reis, eine Suppe zum Vorgang, die konntest du direkt aus der Schüssel so. Ja, genau, Miso-Suppe. Und dazu noch Holzstäbchen, habe ich auch gleich mitgegessen. Und dann habe ich noch cool eine klassische Cola getrunken. Nee, Spaß zur Seite, Leute, Alter. Auf jeden Fall Sushimoto richtig reinpfeifen, Alter. Aber vergesst eins nicht: die Abendkarte, niemals nach der Abendkarte fragen. Niemals. Niemals. Immer nur die Mittagskarte bestellen. Abendskarte kostet 60% teurer. Also, ich wette jetzt 5 Euro. Joe wird in den ersten 5 Sätzen, wo er mit dem Janni reden wird, hast du dir endlich eine Playstation gekauft? Irgendwas mit Playstation bitte? Frage. Das ist einfach so. Erste Frage, hast du das neue Spiel, kennst du Modern Warfare? Zweite Frage ist, hast du mich dazu geaddet? Dritte Frage ist, hast du jetzt endlich eine Playstation gekauft? Hast du eine Playstation gekauft? Vierte Frage ist, ich habe dich gesehen. Dein Vater um die Ecke und die sind hier in Bockenheim. Ich bin Bürgermeister. Ja, aber wenn ich jetzt auch wette, ist scheiße, dann wenn er keiner. Ach komm, ich mache mal mit aus Spaß. Ich setze dagegen. Okay, ja. Tatsächlich, also. So, wie geht's dir? Guck mal, was für ein Gucci. Erzähl mal, Freund, schick's aus. Du auch? Danke. Wie geht's deiner Nachbarschaft? Du antwortest nie. Ich bin dann immer oben und beschäftigt. Du schickst mir Bilder von meiner Wohnung. Hey, ich frag dich. Also, bist du noch da? Ich. Nein, ich kenn dich. Okay, gut. Ja, bitte. Schönen Euro. Und PlayStation. Oh, das kommt doch noch. Nein, die ersten 5 Sätzen. Habt ihr gewettet? Ja. Von 18 bis 19 arbeite ich noch und ab 19 gehen wir mit den Jungs was trinken. Ich habe heute keine Zeit. Ich kann morgen Abend aber. Gib mir Bescheid. Wem denn? Tommy. Ich hasse ja diese Sprachnachrichten, ey. Die fucken so ab. Guckt deine Freundin die Videos? Welche Freundin? Die Reaktionen sind wie so 12-Jährige, die sagen, der hat eine Freundin. Ich habe keine Freundin. Das ist doch die Wahrheit, wir haben ja keine Freundin, was willst du jetzt? Ob die Frauen das auch so sehen? Da ist draußen eine heiße Hündin. Vom Kollegen von mir, vom Mr. Bullyful, der hat eine Stafford-Hündin. Wir waren vor 3 Tagen draußen gewesen und jetzt kennt er sie. Was geht dir so richtig auf den Sack? Boah, gibt so einiges, Alter. Guck mal, so viel Zeit haben wir gar nicht. Weißt du, was mir auf den Sack geht? Ja. Dieses ganz Extreme. Alles ist zu extrem. Tschüss, so alles. Jeder muss irgendeine Meinung zu irgendwas haben. Und Was ist deine Meinung? Ich glaube, das ist von voll vielen Menschen die Meinung.
Nur die haben einfach nicht die, das Portal, wo sie gehört werden. Es geht doch, glaube ich, jeden auf den Sack, dass alles zu extrem ist, ey. Dass ich das nicht sagen darf, das nicht sagen darf. Ja, schon, du darfst gar nichts mehr sagen. So. Ja, am besten musst du den Mund zukleben und gar nichts mehr sagen. Immer nur nicken. Ja, eigentlich ja. Ihr könnt hier im Laden dem Bülent echt danken, weil ich habe mich zweimal vom Tätowieren lassen und ich war zweimal so hardcore besoffen, dass ich gesagt habe, ey, stech mir in die Fresse. Er sagt, nee, verpiss dich, mach ich nicht. Zweimal, ich war so, ciao. Warum sollen wir ihm danken? Du kannst ihm danken. Nein, ich habe mich doch gefreut. Nimm mal auf, was er sich da auf die Hand tätowiert hat. Ach, das hast du gemacht? Nee, das hat er gemacht. Hab ich selbst gestochen, Alter. Voll geil, ey. Er sagt tiefer. Reingestochen, Alter. Was soll ich dazu sagen? Ihr wisst doch, dass er behindert ist. Muss ich noch nicht mal bestätigen. Kauft euch keine Maschinen mit, ohne Kabel. Ohne Kabel? Ohne Kabel. Kauft sie euch nicht. Macht's nicht. Ist nur rausgeschmissenes Geld, Leute. Frag ihn nochmal, er muss bald eine Rechnung bezahlen. Ende des Monats kommt die Rechnung. Frag mal, was auf der Rechnung drauf ist. Was ist da drauf? Das ist eine scheiß kabellose Babyliss-Maschine, Alter. Die hat sich. Die habe ich schon bezahlt und außerdem ist die scheiße. Die ist scheiße. Babyliss Arsch. Amazing. Totally amazing. It's awesome. Yeah. Heute Abend gehen wir zusammen was trinken, die Jungs. Wohin? Sag ich nicht. Wer kommt heute an? Das ganze Team. Plus noch zwei Special Guests. Special Guests. Wer sind die Special Guests? Ein Jude und ein Zigeuner.